der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Achtung. Erledigen wir diese Viecher. Und zwar schnell. In Ordnung. Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm, zurück ins Dorf. Majestät, endlich seid ihr hier. So lange habe ich gewartet, doch es war nicht vergebens. Nein, du verwechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch. Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flehen erhört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Darum bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen. Versprochen. Eure Majestät, auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte. Seine Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus und immer mehr Menschen flüchten. Wenn Lady Hannah in ihrer Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigens hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten, aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten. Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Cid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes und ob wir etwas für Lady Hannah tun können, nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise.
war mir eine Ehre. Ich hoffe doch auf ein baldiges Wiedersehen. Suchst du was Bestimmtes? Gute Reise. Darum heißt es das Tote Land. Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Ist das? Das Phönixtor. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Und was willst du? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Komm,
wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Ja? Was willst du? Lady Hannah ist immer so gut zu uns gewesen. Wir sollten auch mal etwas für sie tun. Fast, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund, zurückzukehren. Nein. Genau wie ich's verlassen habe. Sehen wir uns um.
wollte nie... Natürlich nicht. Was ist, Torgal? Clive! Das ist er. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach. Wo ist er? Er muss doch hier sein. Verdammt! Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drin. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Joshua. Willst du wirklich... Absolut. Noch ein Tor. Ob sich das auch öffnen wird? Das soll eine Ruine der Gefallenen sein? Ruine würde ich es nicht nennen. Es ist, als wäre es erst gestern erbaut worden. Es ist noch größer, als ich dachte. Yeah.
noch mehr. Lebt. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Sicher viel einstecken. Mal sehen, wie viel. Du weißt, was zu tun ist. Ja! Ja!
Nein. Wir finden ihn und verschwinden. Joshua all das auch durchmachen müssen? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Und weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Hat der Mann in der Robe auch diesen Weg genommen? Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Komm, gehen wir weiter. Yeah!
Kommt etwas. Ich habe langsam genug. Jetzt oder nie.
Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen Sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und Sie beschützen Ihr Heim. Jill, dort. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Und auf geht's. Schnell!
die anderen? Dieser Ort hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Noch mehr! Irgendwas bewirkt. Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht.
scheint in diesen Raum zu führen. Sieh nur, Clive. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Dominus des Feuers! Wer bist du? Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive! Joshua! Vergib mir. Ich flehe dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann.
schmerzhaft die Wahrheit auch sein mag, ich bin bereit. Komm, Ifrit. Zeig mir dein wahres Gesicht.